herzlich willkommen zu diesem Fachforum, das wir ja letztendlich sind, das ihr doch so zahlreich ins Internet gefunden habt, um jetzt von allen möglichen Orten aus Bayern und Deutschland hier mit uns gemeinsam zu diskutieren über ein brandaktuelles Thema, über die Pflegevollversicherung. Und ich würde sehr gerne anfangen mit Eingangsstatements der Podiumsteilnehmerinnen, die dann vielleicht auch bitte ein bisschen sich dazu äußern, was sie denn unter Pflegevollversicherung denn auch selber verstehen, um zunächst einmal auf einer gemeinsamen Basis der Begrifflichkeiten diskutieren zu können. Und für Sie als Teilnehmende zur Erklärung, wir haben uns vorab darauf geeinigt, uns auf dem Podium untereinander zu duzen. Ich werde trotzdem möglichst Vor- und Nachname benennen, damit Sie auch eine Vorstellung davon haben, an wen ich denn gerade adressiere. Ja, Frau Spiegel, jetzt habe ich selber schon falsch gemacht. Liebe Claudia Spiegel, möchtest du denn mal anfangen, uns zu erzählen, was denn die Perspektive ist, die du über den VDK und die du als Referentin einbringen möchtest? So, hört man mich jetzt? Seja, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, wunderbar, sehr gut. Vielen Dank. Also meine Perspektive ist die Perspektive der Patienten, der pflegebedürftigen Menschen, ihrer Angehörigen. Und mir ist am Anfang so als Eingangsstatement die Frage gestellt worden, warum kann nur die Pflegevollversicherung ein Mittel gegen den Pflegenotstand sein? Ich würde das Ganze gern weiterfassen. Pflegenotstand heißt ja Personalmangel in Pflegeinstitutionen oder auch in Familien. Und ich würde gerne sagen, warum kann nur die Pflegevollversicherung ein Mittel gegen die allgemeine Pflegemisere sein? Und die Antwort ist für den VDK, dass die allgemeine Pflegemisere für Pflegebedürftige häufig ein immer stärker zunehmendes Armutsrisiko ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, auf den werden wir später noch kommen, dass eine Pflegevollversicherung alleine ist, nicht richten wird. Und unter Pflegevollversicherung verstehe ich, dass alle pflegebedingten Kosten voll übernommen werden, anders als wir es heute haben und nur Teilkosten übernommen werden. Also diese Pflegebeträge im stationären Bereich oder auch im ambulanten Bereich. Wir werden auch noch darüber diskutieren müssen, wie wollen wir das Ganze finanzieren. Und ich möchte auch gerne darauf eingehen, dass ich denke, dass wir auch die Pflegeorganisation generell ändern müssen in unserem Land. Also da läuft einiges schief. Und warum ist jetzt aber die Pflege momentan ein Armutsrisiko? Das liegt daran, dass 1995 die Pflegeversicherung eingeführt worden ist, um von der Sozialhilfe unabhängig werden zu können. Aber wir haben steigende Zahlen von Personen, die Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen müssen. Seit 98 ungefähr, immer mal wieder ein bisschen runter, ein bisschen höher. Aber jetzt haben wir einen Anteil von 30% der Heimbewohner, die natürlich jetzt Hilfe zur Pflege bekommen. Und das ist ein Sprengsatz für die Kommunal- und für die Landesfinanzen. Das ist ganz klar. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass die tatsächlichen Pflegekosten, die Personen heute haben, in den vergangenen Jahren, insbesondere seit 2017, also rasant angestiegen sind. Die sind also von Anfang an niedrig angelegt gewesen, diese Kosten, die da übernommen werden. Und 94, 95 ist das noch einigermaßen gegangen. Aber jetzt momentan haben wir einen Eigenanteil an den Pflegekosten in Bayern. Das ist Stand Januar 2020 von 1.996 Euro pro Monat im Durchschnitt. Und der pflegebedingte Anteil liegt bei 899 Euro. Das ist also eine immense Summe. Und wenn wir uns mal die bayerischen Durchschnittsrenten anschauen, da liegen wir bei den Männern ungefähr bei 1.100 Euro und bei den Frauen unter 700 Euro. Das sieht man schon, wenn man das gegenüberstellt, dass es auf Dauer nicht zu tragen sein wird. Und wir müssen uns auch anschauen, wie rasant die in den letzten Jahren gestiegen sind. Also 2017 sind wir ja gestartet mit diesem neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil an den Pflegekosten in der stationären Versorgung. Der lag da bundesweit bei 580 Euro. Und jetzt liegt er bei 731 Euro. Das ist eine Steigerung um 24% in knapp 3 Jahren.
Und wenn man das jetzt weiterspinnt, wenn man zum Beispiel schaut, die generalistische Pflegeausbildung, die wird sich jetzt auch, dieser Ausbildungsumschlag wird sich bei den Eigenanteilen bemerkbar machen. Wir haben den Pflegemindestlohn, da ist auch schon angekündigt, nächstes Jahr 20 bis 100 Euro werden sich die Erhöhungen bemerkbar machen. Da muss man natürlich sehen, das Risiko der Pflegebedürftigkeit führt zu Armut und außerdem wird das Risiko der Pflegebedürftigkeit immer weiter nach oben getrieben und privatisiert für die pflegebedürftigen Menschen. Und so sind wir eigentlich 1995 nicht gestartet. Da hat es schon so einen Generationen- oder einen allgemeinen Konsens gegeben. Ein Teil der Pflegekosten wird jetzt einfach von der Versicherung übernommen. Aber heute können wir das bei Weitem nicht mehr einlösen. Und wir haben zum Beispiel Dynamisierung, habe ich vorher schon mal angesprochen, das Thema. 2020 soll es eine Überprüfung geben, ob die Pflegebeträge, die seit 2017 nicht mehr erhöht worden sind, ob die erhöht werden. Also jetzt haben wir September. Ich habe davon noch nichts gehört, dass da ab 2021 eine Erhöhung kommen soll. Und das können wir dann wieder runterspinnen. Das ist nicht nur für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen, sondern natürlich auch für die Finanzen der Kommunen ein weiterer Sprengsatz. Und da müssen wir uns tatsächlich mal was überlegen. Und alle Verbesserungen, die ja notwendig sind, mehr Personal in der Pflege, bessere Bezahlung für die Pflegekräfte, bessere Unterstützung der pflegenden Angehörigen, die kosten alle mehr Geld. Aber unser System ist momentan so, es zahlen dann allein die, die leider das Pech gehabt haben, pflegebedürftig zu werden. Und das möchte ich jetzt mal so als Eingangsstatement hier zu sagen. Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ich denke, das sind einige Punkte, die du jetzt hier angesprochen hast, die wir auch im Verlauf der Diskussion nochmal aufgreifen werden, wo sicherlich auch unsere weiteren Referentinnen Anknüpfungspunkte finden werden. Liebe Barbara Suzek, möchtest du mal weitermachen und dein Statement einbringen? Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, auch dass ihr die Veranstaltung ins Leben gerufen habt. Und ich kann mich da der Claudia Spiegel direkt anschließen. Also da habe ich jetzt, ich würde jetzt hinzufügen, wie wir das aus Arbeitnehmerinnensicht als Gewerkschaft sehen, weil wir sehen genau diesen Punkt auch, also was ist eigentlich unser Ziel, was wir erreichen wollen? Und das gemeinsame Ziel ist ja, dass wir eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung anbieten wollen, egal ob jetzt jemand stationär behandelt wird oder stationär gepflegt wird oder ambulant. Und das sollte auch unabhängig vom Wohnort sein. Das ist es derzeit leider nicht. Den Punkt Armutsrisikopflege hat die Claudia schon erörtert, da habe ich nichts hinzuzufügen. Und wenn es um die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege geht, ja, wir können Tarifverträge abschließen. Wir haben jetzt den Pflegemindestlohn. Es gibt ja jetzt eine Einigung zwischen BVAP und Verdi auf einen Tarifvertrag, der bundesweit erstreckt werden soll. Das heißt, auf alle Pflegekräfte in allen Einrichtungen, egal ob stationär oder ambulant, verpflichtend sein soll. Das wäre so ein Punkt, wo man das Problem bessere Bezahlung angeht, weil wir haben ja, das heißt ja auch in der Einladung, wie kann man den Pflegenotstand bekämpfen? Den können wir nur bekämpfen, indem wir bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung hinbekommen. Aber wir brauchen vor allen Dingen eben auch eine bessere Personalausstattung. Ich meine, jeder kennt die Realität in Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Die Kolleginnen und Kollegen sind im Laufschritt unterwegs. Sie wissen schon gar nicht mehr, wie man in Ruhe pflegen kann, sondern es ist nur ein Gerenne von einer Bewohnerin zur nächsten. Und das hat auch die Politik erkannt und es gibt gerade die Verhandlungen zu einem neuen Personalbemessungsinstrument, an denen wir jetzt seit letzter Woche haben die Verhandlungen begonnen, wo bis Ende Oktober ein Verfahren vereinbart werden soll, wie sowas gesetzlich auch umgesetzt werden kann. Und das würde bedeuten, dass jede Einrichtung entsprechend der Bewohnerinnenstrukturen individuellen Personalschlüssel erhält. Das ändert aber nichts daran, dass das Personal fehlt. Und ein Punkt, der in der öffentlichen Debatte
eigentlich sehr, also kaum auftaucht und immer wieder unter den Tisch fällt, ist das, was manchmal salopp mit dem Begriff Flexit bezeichnet wird, sprich dem Exodus oder dem Exit von Beschäftigten in der Pflege aus dem Beruf. Und da gibt es Befragungen und auch Untersuchungen. Und das Gros der Menschen geht nicht aus dem Beruf raus, weil sie den Beruf per se nicht mögen. Sie lieben den, aber sie schaffen es einfach nicht. Und wir haben vom DGB-Bundesvorstand, also DGB-Index für gute Arbeit, das ist eine jährliche Befragung von abhängig Beschäftigten. Da hat Verdi eine Sonderauswertung machen lassen. Und da haben wir eben auch die Frage gestellt, wenn Beschäftigte in der Altenpflege unter jetzigen Bedingungen, ob sie sozusagen davon ausgehen, ihren Beruf bis zur Rente ausüben zu können. Und da sagen nur 20% der Beschäftigten, dass sie es unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt bis zur Rente schaffen. Und interessant ist aber, wenn man die Frage umkehrt und sagt, unter guten Bedingungen, da reduziert sich der Anteil derer, die das nicht schaffen würden, auf 40%. Also da ist auch ein sehr großes Fachkräftepotenzial, das es zu heben gilt, über bessere Arbeitsbedingungen. Und wenn wir überlegen, wie denn die Realität aussieht, das heißt, durch die Privatisierung ist die Altenpflege sehr stark auf Budgets getrimmt, auf Kostenbegrenzung und auf Effizienz. Für uns eigentlich ein Widerspruch in sich. Gute Pflege im Alter oder auch in Krankheitsphasen, das ist Daseinsvorsorge, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Und da geht es nicht um Effizienzen heben und um Margen und um, die Pflege ist ein Investmentfeld für sehr, sehr viele globale Konzerne geworden, für Hedgefonds. Und das widerspricht, läuft dem entgegen. Das heißt, aus den Mitteln der Pflegeversicherung werden die Interessen von Aktionären derzeit auch bedient. Das muss dringend beendet werden. Und das hat die Claudia Spiegel hat es vorhin auch schon gesagt. Jede Verbesserung in der Altenpflege wird 1:1 an die Pflegebedürftigen und ihre Familien weitergegeben über die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile. Und wenn wir das in irgendeiner Form stoppen wollen, heißt es letzten Endes auch, das hat Claudia Spiegel ja sehr schön ausgeführt, wie die Historie einfach auch der Pflegeversicherung war. Sie war schon als Versicherung konzipiert, die in der Regel sämtliche pflegebedingten Kosten abdeckt. In der Realität tut sie das nicht. Und deswegen haben wir bei Verdi, aber auch innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes schon vor geraumer Zeit gesagt, wir brauchen einen Systemwechsel. Wir müssen auch an der Finanzierung was ändern, wenn wir das Ziel von einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Pflege verbunden mit guten Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte erreichen wollen. Und das heißt konkret, wir haben dann immer wieder die Widersprüche, ja, wer soll denn das bezahlen? Das heißt ja hohe Beiträge und Beitragssteigerungen oder hohe Steuerzuschüsse. Und da haben wir irgendwann gesagt, nee, wir lassen das jetzt mal durchrechnen und haben das im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, hat Professor Rothgang, einer der bedeutendsten Gesundheitsökonomen in Deutschland im Moment, hat berechnet, was denn eine Vollversicherung, sprich eine Versicherung, Pflegeversicherung, die alle pflegebedingten Leistungen übernimmt, denn tatsächlich kosten würde. Und wir haben es kombiniert mit einer Forderung nach einer Bürgerversicherung, weil wir bei Verdi und auch innerhalb des DGB der Meinung sind, wir können die Ungerechtigkeit, die wir derzeit haben, dass 90% der Versicherten in der gesetzlichen Pflegeversicherung versichert sind und nur 10% in der privaten, das können wir auch weiter nicht aufrechterhalten. Und wir wollen eine einheitliche Versicherung, in die alle einzahlen, entsprechend ihres Einkommens. Und wir nennen das, weil PflegebürgerInnen Vollversicherung doch ein bisschen sperrig ist, haben wir bei Verdi lang darüber nachgedacht und sind jetzt bei dem Begriff der solidarischen Pflegegarantie gelandet. Das heißt, wir wollen eine Versicherung, die garantiert alle pflegebedingten Kosten
übernimmt und die solidarisch von allen finanziert ist, egal ob sie abhängig beschäftigt sind, Selbstständige sind oder auch Beamtinnen und Beamte sind. Und es sollen auch alle, also Erträge aus Kapitaleinkünften und so weiter, mit einbezogen werden. Die werden ja bislang in keiner Versicherung erfasst. Und diese Versicherung würde dann für die vollstationäre Pflege bedeuten, dass alle pflegebedingten Kosten abgedeckt werden. Und im Fachsprech heißt es, dass wir uns da in eine Sachleistungslogik hin bewegen. Und in der häuslichen Pflege würde das auch bedeuten, dass die Leistungsansprüche auf Pflegesachleistungen so weit ausgedehnt werden, dass bislang auch durchschnittlich oder die bislang oft privat bezahlten Kosten von der Pflegeversicherung übernommen würden. Und da und dass das Ganze auch nicht aus dem Ruder läuft, sondern sehr geordnet läuft, würde es auch bedeuten, dass es ein individuelles Fallmanagement geben würde. Das wären jetzt mal meine ersten Anmerkungen und ich denke, wir können dann nachher noch im Detail dazu weitersprechen. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, Barbara, für dein Statement. Ihr habt jetzt quasi beide ja schon eine Steilvorlage für Verena Dietl geliefert. Ihr habt beide auch benannt, dass ihr seht, dass die Verantwortung für Pflegearrangements, dass da die Kommunen in der Pflicht sein sollten oder die Verantwortung zugeschrieben bekommen sollten, das zu tun. Die Landeshauptstadt München übernimmt in diesem Bereich viel Verantwortung. Verena Dietl hat erst künstlich gemeinsam mit der Sozialreferentin ihren Marktbericht Pflege und Bedarfsermittlung vorgestellt. Verena, du bist dran. Ich bin gespannt auf dein Eingangsstatement. Ja, zunächst einmal ein Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mich trotzdem, dass wir gerade noch aktuell Vollversammlung haben hier im Münchner Gasteig, zuschalten konnte. Es tut mir leid, ich muss nachher nochmal in die Vollversammlung. Der Oberbürgermeister ist schon weg und ich muss mit der zweiten Bürgermeisterin die Sitzung leiten. Jetzt müssen wir mal schauen, wann ich mich irgendwie ausklinken kann. Ich hatte auch technische Schwierigkeiten, weil es mit städtischen Geräten leider nicht möglich ist, sich in Zoom-Konferenzen einzuloggen. Deswegen habe ich es jetzt im privaten Handy hinbekommen. Also umso mehr bin ich froh, dass ich jetzt dabei bin, konnte aber leider bei der Vorbesprechung nicht anwesend sein. Die Seja hat es schon gesagt, uns war es sehr wichtig, nochmal auf das Thema hinzuweisen. Ich habe selbst vor knapp 20 Jahren mehrere Jahre in der Pflege gearbeitet und stelle jetzt als Sozialbürgermeisterin fest, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Dass wir immer noch die gleichen Voraussetzungen haben, dass die Pflegekassenmittel einfach nicht reichen, dass sie nicht für eine Pflege zur Verfügung stehen, die man eigentlich brauchen würde. Und dass gleichzeitig der Beruf der Pflegenden einfach das Geld, was man bekommt, nicht ausreichend ist. Und danke nochmal an die Vorrednerinnen, die hier sehr viel schon dazu beigetragen haben. Und gleichzeitig sind wir als Kommunen, was vieles betrifft, einfach machtlos, weil wir können eigentlich nur unsere Forderungen stellen an den Bund und hoffen auch in diesem Herbst wieder, wenn es eine Reform des SGB 11 gibt, dass wir hier auch nochmal Reformen haben und neue Möglichkeiten schaffen können. Deswegen haben die Sozialreferentin und ich, wie sie ja schon gesagt hat, vor kurzem erst eine Pressekonferenz dazu gegeben, weil es gibt nichts, was man nicht unterlassen sollte, dass man auf dieses Thema hinweist. Es geht den meisten Menschen erst so, dass sie sich damit beschäftigen. Entweder sind sie, wie viele hier jetzt, hier in der Konferenz mit dabei, beruflich damit beschäftigt oder die Leute beschäftigen sich halt oft erst damit, wenn sie selber Pflege erhalten müssen und dann erst merken, wie wenig es zum Leben überhaupt ausreicht, wenn man den Pflegeanteil noch erbringen muss. Wir haben ein Riesenproblem damit, gerade in der Landeshauptstadt München, in der Großstadt, wo das Leben eh schon sehr teuer ist, dass man sich diese Pflege noch leisten kann. Der Eigenanteil ist definitiv zu hoch. Und wir warten da schon vom Bund, dass sich jetzt endlich auch mal was tut, weil wir lange Zeit schon darauf hinweisen und einfach keine Veränderungen auch stattfinden. Es ist nach wie vor im Alter auf Pflege angewiesen zu sein, ist auch in München, aber auch in vielen anderen Städten nach wie vor eines der größten Armutsrisikos. Und oft müssen die Menschen ihr Erspartes aufbrauchen, um überhaupt sich ihre Pflege leisten zu können. Und das kann es einfach nicht sein. Wir können Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, hier absolut nicht alleine lassen. Und was mir schon wichtig ist, ist auch vor allem die Bezahlung. Ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzende für München Stift, also für unsere städtischen Einrichtungen, die sich der Pflege annehmen. Für uns ist das München Pflege ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Deswegen haben wir hier auch eine Gesellschaft, die sich darum kümmert.
und auch in Kooperation mit allen anderen Trägern, die hier Pflegeeinrichtungen anbieten, ist es uns wichtig, dass wir alles dafür tun, dass Pflegekräfte auch gut bezahlt werden. Und es reicht nicht, so wie die letzten Monate, es hat, glaube ich, nochmal die Pandemie auch deutlich gemacht, dass man sich hinstellt und applaudiert und klatscht, sondern uns ist es schon wichtig, dass es auch sich auswirkt auf den Lohn und dass man ganz deutlich auch merkt, welchen wichtigen Beruf man hier macht. Das ist nämlich einer unserer wichtigsten Berufe, sich um Menschen zu kümmern, für andere Menschen da zu sein, sie nicht allein zu lassen. Und das merkt man einfach im Zusammenhang, was sie finanziell bekommen, leider noch nicht. Das wäre mir so wichtig, was man politisch beleuchten kann. Natürlich macht die Landeshauptstadt München viele Möglichkeiten. Wir versuchen, in verschiedene Konzepte zu investieren. Wir geben Investitionskostenzuschuss für Einrichtungen, die hier eröffnet werden. Also alles, was man als Kommune machen kann, unterstützen wir hier. Aber im Wesentlichen ist es jetzt, dass wirklich die Pflegeversicherung endlich mal so ausgestattet sein muss, dass man sich die Pflege ist auch ausreicht und wir nicht die hohen Eigenmittel haben. Also allein in München macht es ja schon nochmal einen Unterschied, auch so im bundesweiten Vergleich. Wenn man davon ausgeht, wie viel man da einbringen muss, liegt München locker immer nochmal 500.000 Euro drüber. Und da müssen wir endlich eine Lösung finden. Wir formulieren immer wieder politisch auch unsere Forderungen. Und ich hoffe auch, dass wenn wir da gemeinsam einen Weg gehen, wenn wir da wirklich VDK und auch die Gewerkschaften zusammenhalten, da hoffentlich endlich mal auch mehr Gehör für das ganze Thema bekommen. Das wäre mir wichtig als mein Eingangsstatement. Ich muss dann nachher leider wieder raus. Ich habe es ja schon angekündigt. Es ist aber meine Mitarbeiterin, die Kerstin Königbauer, die hat es auch geschafft, sich einzuklingen. Die wird auch noch weiter dabei sein und mir dann auch berichten, wie der weitere Verlauf war. Ja, liebe Verena, auch vielen Dank an dich für dein Statement. Ich habe ein bisschen auch mir selber diesen Bericht angeschaut, den ihr eben kürzlich vorgestellt habt. In München sind insgesamt 2600 Leute Leistungsbezieherinnen von SGB 12. Das heißt, sie haben selber nicht genug Mittel, um sich zu finanzieren, um ihre Pflegesituation aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Bundesweit macht das sogar Ausgaben in Höhe von über 3 Milliarden Euro aus. Das ist also wirklich eine enorm horrende Summe. Ich fand es auch sehr spannend, du hast gemeint, ihr macht sehr viel als Kommune und betreibt Investitionsförderung und unterstützt auch innovative Pflege- und Versorgungsformen. Könntest du da vielleicht auch mal vielleicht ein Beispiel nennen, was das denn so bedeutet, was als Kommune da über die eigenen Befugnisse letztendlich heraus zu agieren, um Pflege zu sichern in der Stadt München? Natürlich ist uns in erster Linie wichtig, dass wir genug Pflegeplätze auch anbieten können und dass es genug Einrichtungen gibt. Deswegen gibt es, wenn man eine Einrichtung erstellt, einen Investitionskostenzuschuss. Und dann haben wir auch nochmal viele verschiedene Förderungsformen. Das hätte ich jetzt vorbereiten können, aber das kann ich gerne nochmal nachliefern, wenn es so um Konzepte in den Einrichtungen geht. Uns ist sehr wichtig, dass wir was zur interkulturellen Pflege machen. Da kriegt man als Einrichtung einen Zuschuss, dass man eben nicht aus eigenen Mitteln nochmal erwirtschaften muss als Einrichtung, sondern dass man da Förderung auch von der Stadt bekommt. Wir wollen, dass sich die Mitarbeitenden gut ausbilden können. Hier gibt es auch für Fortbildung Möglichkeiten, die wir nochmal zusätzlich bezuschussen. Und dann kann man auch innovativere Ideen einfach letztendlich auch umsetzen. Also verstehe ich das richtig, dass ihr auch das unterstützen würdet, dass ihr mehr Befugnisse übertragen bekommen wollt, als Stadt, um Pflege zu sichern? Das ist eine Diskussion, die wir natürlich immer führen können. Jetzt ist es auf Bundesebene durch die Sozialgesetzgebung natürlich dort auch angesiedelt. Dort kann man seine Forderungen hinrichten. Natürlich ist es schon entscheidend, was die Stadt München als größte Kommune dazu zu sagen hat. Aber erster Schritt wäre erstmal, dass da Gehör gefunden wird. Ich denke, was die Pflegeversicherung betrifft, können wir als Stadt eben nur fordern, weil es ist eine Bundesgesetzgebung, da können wir jetzt wenig Einfluss nehmen. Aber wir können die Erfahrungsberichte abgeben, wie es den Menschen wirklich hier auch mit dem geringen Anteil, den sie an Pflegeversicherung bekommen, im Leben auch geht. Ich sehe schon, da haben wir mit dir auf jeden Fall auch aus der politischen Seite eine Mitstreiterin.
Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass auch unsere anderen Podiumsteilnehmerinnen sich da eben ja das vorstellen, dass die Kommunen viel Verantwortung übernehmen in der tatsächlichen Ausgestaltung. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Ich glaube, einer der ersten Vorwürfe, die immer kommen, ihr habt es auch schon so ein bisschen angeteasert, ist, wir können uns die Pflegevollversicherung deswegen nicht leisten, weil sie zu teuer ist. Sie würde enorme Beitragssteigerungen bedeuten. Was ist denn euer Standardargument, wenn ihr damit konfrontiert werdet? Was sagt ihr, wie können wir verhindern, dass es zu Kostenexplosionen kommt? Barbara, möchtest du? Ja, gerne. Ja. Claudia? Also, ach so. Na, mach nur. Ach so, okay, gut. Na, unser Standardargument ist, es ist eine Frage, es geht ja nicht um die Kostenexplosionen bei der Pflege. Also da muss man zum einen auch wirklich der Kommerzialisierung Einhalt gebieten. Also auf mit Pflege darf keine Rendite generiert werden und schon gar nicht mit Mitteln aus der Pflegeversicherung. Das ist der eine Punkt. Aber der andere ist natürlich, wie können wir Beitragssatzsteigerungen verhindern und gleichzeitig trotzdem eine Entlastung der Pflegebedürftigen erzielen. Und da sagen wir natürlich, indem wir die Einnahmebasis der Pflegeversicherung verbreitern, indem alle in eine Versicherung einbezahlen, indem auch Einkünfte aus Kapitaleinkommen und so weiter, diese Erträge mit einbezogen werden würden, dann bräuchten wir noch nicht mal Steuergelder dazu. Und Professor Rothgang hat in seinen Berechnungen, das ist jetzt wirklich auch nur eine Modellberechnung, das ist jetzt keine Umsetzungsberechnung, errechnet, dass das bedeuten würde, dass es einen Beitragssatzpunktanstieg für 2/3 der Arbeitnehmerinnen von durchschnittlich 0,02 Beitragssatzpunkten geben würde. Das sind ungefähr 5 € mehr im Monat. Das ist aus unserer Sicht durchaus vertretbar. Natürlich heißt es bei jetzt bislang Privatversicherten mit hohen Einkommen, da ist es natürlich, sind es deutliche Mehrbelastungen. Das ist aber die Frage auch einer solidarischen Pflegeversicherung oder einer solidarischen Finanzierung, dass eben breite Schultern einfach auch mal mehr tragen können als schwache Schultern. Und insofern zieht dieses Argument nicht. Und ein anderer Punkt ist wirklich auch Stichpunkt Investitionskosten. Da liegen wir ja im Moment durchschnittlich auch bei über 500 € im Monat. Und das ist was, was Ländersache ist. Und das ist, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, war eigentlich die Verabredung, man konnte sich nicht richtig einigen, dass das, was die Länder an Sozialhilfe durch die Einführung einer Pflegeversicherung einsparen, dass sie das in Investitionen, eben in die Investitionskosten stecken. Und das geschieht leider sehr, sehr unterschiedlich, mit dem Effekt, dass 455 € im Bundesdurchschnitt an Investitionskosten pro Bewohner im Monat bezahlt werden müssen. Und das geht aus unserer Sicht nicht. Also da muss man neben der Versicherungsseite müssen wir eben auch, aber das ist eine politische Entscheidung, daran gehen. Und da steht halt auch Herr Spahn im Wort. Wollte er im Frühjahr ein neues Konzept für die Versicherung und Finanzierung der Pflege vorlegen. Jetzt heißt es in 3 Wochen, wir sind gespannt. Bevor du, Claudia, jetzt auch noch antwortest, es waren immer wieder auch Konzepte vorgestellt, die auch gedeckelte Eigenanteile vorsehen. Wie ist denn eure Position dazu? Das ist für uns ein erster jetzt notwendiger Schritt, wo man sagt, man muss jetzt deckeln, dass sofort auch was passiert, weil die Eigenanteile galoppieren ja. Also wir liegen ja jetzt schon im Juli, Stand 1. Juli diesen Jahres bei 2015 € durchschnittlich, bundesdurchschnittlich, für Bayern sind es 2018 €. Und deswegen sagen wir, dass da, das muss jetzt passieren, aber das kann nur ein erster Schritt sein. Das heißt nicht, dass wir dabei es dann belassen, wie das manche Konzepte auch vorsehen, sondern wir wollen trotzdem einen Systemwechsel in der Pflegeversicherung, weil wir müssen sie langfristig auf stabile
und nachhaltige Beine auch stellen. Und im Koalitionsvertrag ist eben dieser zweite Teil nicht vorgesehen. Deswegen gehen wir auch nicht davon aus, dass die Bundesregierung in dieser Legislatur mit einer großen Reform um die Ecke biegt. Und wenn wir eine Deckelung hinkriegen würden in dieser Legislatur, wäre das zumindest schon mal ein erster, sehr wichtiger Schritt. Ja, liebe Claudia. Ja, also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, was die Barbara Susek da gerade gesagt hat. Ich möchte gerne das Thema Bürgerversicherung noch ein bisschen ausführen, denn der Punkt ist ja, dass wir momentan zwei parallele Systeme haben, also die gesetzliche Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung. Beide haben identische Leistungen, die da zum Schluss an die Pflegebedürftigen gezahlt werden. Die private Pflegeversicherung, die hat aber momentan Beitragsrücklagen von 34 Milliarden Euro. Und die hat sie deswegen, weil sie ein besseres Versicherungsklientel hat. Die in der Privatpflegeversicherten haben ein niedrigeres Pflegerisiko und das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit ist dann auch, wenn es tatsächlich eintritt, nicht so groß wie in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Und die private Pflegeversicherung, die wirbt jetzt momentan damit vor der Diskussion, ja, wir müssen unser Pflegesystem ändern, für ihre Kapitaldeckung in der privaten Pflegeversicherung. Die sagen jetzt gerade, da kann man sich die Positionspapiere anschauen, bei einer Pflegereform muss man sich an der PKV orientieren und auf Kapitaldeckung setzen. Und das ist für uns also der total falsche Weg. Das muss man mal ganz klipp und klar so sagen. Also wir meinen, dass es also zumindest kurzfristig einen Solidarausgleich mit den Rücklagen geben soll, sowie auch dieser Sockelspitzetausch der Eigenanteile dann möglicherweise eine kurzfristige Lösung sein könnte. Aber also langfristig müssen alle in eine Pflegeversicherung einzahlen. Und einen weiteren Punkt, den möchte ich auch noch anführen, wenn wir um die Finanzierung reden. Damals, als die Pflegeversicherung eingeführt worden ist, hat man auch lang darüber diskutiert, ob man das nicht unter dem Deckel der Krankenversicherung machen sollte. Mhm. Und der VDK, der hat sich damals schon dafür ausgesprochen, zu sagen, wir haben alles unter einem Dach. Das ist aber nicht gemacht worden, weil es politisch einfach besser vermittelbar war, zu sagen, wir nehmen jetzt ein separates Pflegeversicherungssystem. Mhm. Aber wir sehen an manchen Bereichen, wie was für eine falsche Entscheidung das war oder wie schwierig sich die im Nachhinein herausstellt. Also ein Punkt, der da immer angeführt wird, das ist die medizinische Behandlungspflege. Also wenn sie zu Hause gepflegt werden, dann trägt die Krankenversicherung die Kosten. Wenn sie im Pflegeheim gepflegt werden, dann zahlen sie es über die Eigenanteile wieder selber mit. Das ist ein Beispiel, da gibt es jetzt die Diskussion, das mit rüberzuführen, also in den Pflegeheimen auch von der Krankenversicherung finanzieren zu lassen. Und die Krankenversicherung soll ja dafür momentan auch so, ich glaube, 680 Millionen überweisen an die Pflegeversicherung für diese Kosten, jetzt mal als kurzfristiger Schritt. Der zweite Punkt ist die geriatrische Rehabilitation. Also wir haben das paradoxe System, dass wenn jemand kurzfristig einen Schlaganfall hat, einen Herzinfarkt hat und so weiter und älter ist, multimorbid ist, dass man dann eine geriatrische Reha machen könnte und die Erfolgschancen sind da wirklich gut. Also wir selber, der VDK, ist an einer geriatrischen Reha-Klinik mit beteiligt in Neuburg an der Donau. Da haben wir eine Erfolgsquote von 85%. Das heißt, die Leute können nach so einer geriatrischen Reha zu 85% nach Hause entlassen werden, ohne dass sie pflegebedürftig sind. Die Frage ist dann natürlich immer, wie lange, aber es zieht sich schon sehr lange. Nach einem Jahr sind da über 80% noch immer zu Hause und sind quasi auf dem Vorposten. Aber das Problem ist, die Krankenversicherung muss es finanzieren, aber es profitiert die Pflegeversicherung davon. Jetzt hat die Krankenversicherung natürlich wenig Interesse daran, das Ganze zu finanzieren, weil sie sagt, das interessiert mich ja nicht, weil die Lasten würde ja in dem Fall die Pflegeversicherung zahlen. Da gibt es jetzt schon seit ganz langer Zeit Überlegungen, das zu ändern. Das in den letzten, ich glaube, 3 Koalitionsverträgen ist es drin gestanden, da das mal zu prüfen, die Finanzierungsänderung zu verschieben. Aber es ist nichts passiert und es passiert auch heute nichts.
Und von daher kann ich an diesem Punkt auch sagen, mich wundert ein bisschen, dass die Kommunen oder die Sozialhilfeträger das nicht noch stärker auf dem Schirm haben, als sie es jetzt schon haben und da nicht jede Woche beim Herrn Spahn vorstellig werden und sagen, jetzt überlegt ihr mal was. Denn sie tragen die Kosten am Ende dann einfach mit über ihre Mittel. Von daher mein Appell an die Frau Dietl, werden Sie noch hartnäckiger, nerven Sie den Herrn Spahn und die Bundesebene noch mehr. Ja, es gibt Hochrechnungen, die sagen, dass schon 2025 circa 31.000 Pflegebedürftige in München zu erwarten sind. Und bei sinkenden Rentenansprüchen kann man ja nur davon ausgehen, dass die finanziellen Belastungen nach dem derzeitigen Modell für die Stadt weiter steigen werden. Verena, kann man da noch mal ein bisschen Druck machen über den Städtetag auch? Habt ihr da schon mal Kontakt gehabt auch zum Herrn Spahn oder wie? Was wären da die direkten Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Also die direkte Standleitung zum Herrn Spahn habe ich jetzt natürlich nicht. Wir können auch nur immer Aufforderungen schreiben, in erster Linie halt der Oberbürgermeister. Für uns als Kommunen ist es halt die Möglichkeit, über den Städtetag zu gehen. Ich weiß, dass das Thema schon x-mal im Städtetag auch behandelt worden ist, auch in dem Sozialausschuss. Also man geht schon immer wieder das Thema an und denke, man müsste sich noch mehr die Kommunen auch einfach zusammenschließen und da noch mal mehr Druck auf den Bund ausüben. Aber Sie und ihr habt recht, also man kann nicht genug Druck ausüben und immer wieder das Thema einfach irgendwie aufs Tablett bringen. Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Handlungsauftrag, auch an dich, Verena. Ich sehe aber tatsächlich auch, dass wir jetzt ein gewisses Zeitfenster haben. Es war jetzt viel im öffentlichen Diskurs, auch im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie denn die Situation der Versorgung im Gesundheits- und Pflegebereich ist. Ich denke, wir haben gute Chancen, dass es prominent auch im kommenden Bundestagswahlkampf zu platzieren ist und werden da sicherlich auch gemeinsam eine vernünftige Lobbygruppe auch bilden können für dieses Anliegen. Ja, Claudia, du hast eine sehr spannende Perspektive aufgemacht, nämlich diejenige zu sagen, hey, wenn wir jetzt hier von einer solidarischen Bürgerinnenpflegevollversicherung reden, warum trennen wir das denn eigentlich immer noch ab von der von der Krankenversicherung. Ich als Pflegekraft kann da nur so auch noch beitragen, die Aufteilung in Behandlungs- und in Grundpflege, wie sie nach welcher die Abrechnung stattfindet, ist schon längst nicht mehr zeitgemäß. Die Behandlung oder die pflegerische Versorgung findet nach viel moderneren Maximen inzwischen statt. Würde ich auch auf jeden Fall, finde ich, ist eine Überlegung wert und vielleicht muss man ja sogar einfach ein Stück weit mehr fordern und gleich die Vereinigung dieser beiden großen Pflegeversicherungen fordern, wenn man ein wenig erreichen möchte. Ich möchte die Diskussion ein bisschen weiter in die Richtung leiten, was denn tatsächlich die Pflegevollversicherung für den ambulanten Bereich bedeuten könnte. Ich finde, es ist immer sehr gut vorstellbar, dass wenn man bis zu 2.000, 2.400 Euro Eigenanteil zu leisten hat, wenn für die stationäre Pflegeversorgung, was da die Auswirkungen der Pflegevollversicherung ist, nämlich dass diese Kosten entweder bis zu einem gedeckelten Eigenanteil reduziert werden oder eben komplett wegfallen. Was könnte denn die Pflegevollversicherung für die ambulante Versorgung bedeuten? Da würde ich jetzt gleich mal gerne eingreifen und was sagen. Also das Problem, das wir ja haben, wir diskutieren das Ganze natürlich immer vor dem Hintergrund der hohen steigenden Kosten in der stationären Pflege. Aber was die ambulante Pflege eigentlich kostet, das ist alles so ein bisschen ungewiss, so ein bisschen unsicher. Mhm. Also es gibt eine Untersuchung, die ist erst vor kurzem rausgekommen vom WIDO, von der AOK, dass der Eigenanteil von ambulant Gepflegten momentan so zwischen 250 und 270 Euro liegt. Aber da sind ja die ganzen Folgekosten mit, was hat das für die pflegenden Angehörigen beispielsweise zu tun, die sind ja überhaupt nicht drin. Und wir müssen uns mal überlegen, 70% der Menschen hier in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Also das ist die Masse der Leute. Und welche Bedarfe die aber haben, welche Konzepte die brauchen, wie die am besten versorgt werden, ob die mehr Haushaltshilfe bräuchten oder ob die mehr pflegerische Versorgung brauchen, das ist, glaube ich, ein ziemliches Loch. Das wissen wir eigentlich gar nicht so richtig.
Und an dieser Stelle hakt jetzt gerade momentan der VDK etwas ein. Wir sind nämlich gerade in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück und mit dem Professor Büscher und versuchen in einer großartig gelegten Studie herauszufinden, was sind denn eigentlich die Bedarfe, die wir im ambulanten Bereich brauchen und die dann auch über eine Vollkostenversicherung entsprechend abgedeckt werden müssen. Weil da muss man sagen, da haben wir tatsächlich ein Wissensdefizit. Also das ist viel zu wenig untersucht, obwohl doch die Masse der Leute zu Hause gepflegt wird und das auch tatsächlich will. Also die Leute wollen ja nicht ins Heim, die wollen ja alle zu Hause bleiben. Genau, das mal an dieser Stelle von mir. Also da würde ich auch noch kurz einhaken wollen, weil das geht ja sogar so weit, wenn es um Personalbemessung geht. Wir haben jetzt dieses Instrument, was in einem zweijährigen Forschungsprojekt, wo wirklich auch Leute auf den Stationen mitgelaufen sind, alles dokumentiert haben, entwickelt wurde. Aber das, was da für die ambulante Pflege rausgekommen ist, das ist sehr dürftig und auch, weil es stiefmütterlich behandelt wurde. Es wurden da sehr, sehr wenige Mittel nur zur Verfügung gestellt. Und wir sind auch der Meinung, also da braucht es auch oft die Bedarfe, was von den Pflegebedürftigen. Aus der Perspektive, das ist ja super, dass der VDK auch dieses Projekt macht. Und wir brauchen das Gleiche auch, was die Personalbemessung angeht, weil man kann auch nicht sagen, dass die Arbeitsbedingungen in der ambulanten Pflege gut sind und ausreichend sind, um eine gute Pflege zu gewährleisten. Und da wäre dringend auch erforderlich, dass wir wirklich auch da eine Erhebung haben, wie muss eine gute Personalbemessung aussehen. Und da sehe ich auch schon auch den Punkt zu sagen, wir gehen immer weiter in eine Ambulantisierung, aber wir brauchen auch eine gute Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter Pflege. Und ich glaube schon, dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen in Zukunft über ein Gesamtkonzept, wie Pflege in der Zukunft aussehen wird. Es gilt ja auch nach wie vor, das ist ja mit das große Prinzip der Sozialversicherung, ambulant vor stationär. Das heißt, es ist ja nicht nur irgendwie ein Bedürfnis aus dem Bauch raus, sondern es ist ja tatsächlich auch gesetzlich verbrieft, dass die Menschen das Recht darauf haben. Tatsächlich, wenn man sich diesen Ausführungen so anhört, dann muss man ja schon feststellen, dass die derzeitige Konzeption der Pflegeversicherung ja durchaus ja auch massiv zulasten der pflegenden Angehörigen passiert und doch auch zu Auswüchsen führt, wie zum Beispiel dem Phänomen der Live-Ins, das heißt Pflegepersonen, die aus dem, oder eher Betreuungspersonen, die aus dem vor allem aus Osteuropa angeworben werden, die für 1.200, 1.300 Euro dann die Versorgung oder die Betreuung in dem ambulanten Bereich übernehmen. Da stelle ich mir jetzt schon auch nochmal die Frage, wie könnte das denn gestaltet werden, dass dieses Bedürfnis zu Hause betreut zu werden, was für Konzepte könnte man sich denn da überlegen, um diesen Bedürfnissen, diesem Recht zu Hause betreut zu werden, nachzukommen, um ohne dort eben diese Ausbeutung zu verhindern. Vielleicht habt ihr da auch aus Gewerkschaftsperspektive ein Auge drauf? Habt ihr das auf dem Schirm, dieses Phänomen? Ja, das haben wir und sehen das auch mit sehr großer Sorge, weil das ja auch absolut ein rechtlicher, also so eine Grauzone ist, in der sich das alles bewegt. Wir hatten jetzt vor kurzem hier in Berlin mit den Kolleginnen von Faire Mobilität gab es eine Klage einer jetzt in Rente seienden, ich glaube, sie war aus Bulgarien, muss jetzt gestehen, ich weiß es nicht genau, die tatsächlich sich auch entschlossen hat zu klagen. Und sie hat jetzt Recht bekommen beim Verwaltungsgericht. Gut, da wird jetzt wohl noch mal Revision eingelegt, dann geht es aber auf Bundesebene. Und das heißt, sie hat auf Nachzahlung der ihr zustehenden Lohnansprüche auch geklagt. Und da müssen wir auch sehr genau drauf gucken. Es ist zum einen natürlich auch mal eine ganz falsche Begrifflichkeit, die da in der Debatte immer verwandt wird. Da wird immer von 24 Stunden Pflege gesprochen.
das stimmt so nicht. Es geht tatsächlich um Betreuung und um Betreuungsleistungen, weil kein Mensch kann und will 24 Stunden am Tag gepflegt werden. Und Pflege kann nur über professionelle Pflegekräfte stattfinden, die meist Frauen aus Osteuropa, die über sehr krude Konstruktionen hier in Deutschland arbeiten, sind in der Regel keine Pflegekräfte. Das heißt, wir sind gerade dabei, da auch jetzt ein Konzept zu schreiben, in welche Richtung wir da gehen wollen. Weil letzten Endes muss es auch darum gehen, also langfristig muss das Ziel sein, dass diese Form von Arbeitsverhältnissen gar nicht notwendig ist, weil die professionellen Pflegeangebote, die wir haben, so gut sind, dass wir das gar nicht brauchen. Also eine integrierte, ambulante, stationäre Versorgung mit sehr vielen Elementen, wo es wirklich um hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Betreuungsleistungen geht, die eben, wenn wir auch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff da vielleicht auch mal in die Debatte reinbringen, wirklich darauf ausgerichtet sind, die Situation der Menschen zu verbessern, ihre Pflegebedürftigkeit, also den Grad eigentlich zu reduzieren, sie zu aktivieren, sie zu mobilisieren und die Fähigkeiten zu stärken, die sie auch haben, die ihnen selbstbestimmtes Leben noch ermöglichen. Und es gibt leider sehr viele Debatten, die auch aus vielleicht uns nahestehenden Organisationen und Parteien hier und da kommen, wo es dann heißt, naja, man muss diese Arbeitsverhältnisse für die Live-Ins jetzt endlich mal legalisieren. Und das würden wir von Verdi definitiv nicht so sehen, weil das würde auch zu einer Absenkung der Pflegestandards führen. Und es ist keine, also diese Form von Arbeitsverhältnissen, die ausbeuterisch sind in vielen Teilen, also das muss bekämpft werden letzten Endes, aber das wird uns nur gelingen, wenn wir gute Angebote auf anderer Seite haben. Mhm. Ja, Entschuldigung. Ich möchte gerne was ergänzen. Österreich hat das übrigens genauso gemacht. Die haben einfach gesagt, ja, das ist jetzt legal. Also das Problem ist ja oft auch die Arbeitszeit. Also wir haben ja ein Arbeitszeitgesetz, das sagt nicht mehr als 10 Stunden am Tag. Und daran scheitert ja häufig diese Legalisierung. Und die in Österreich, die haben jetzt gesagt, das ist legal. Wir sagen jetzt einfach Kraft Gesetzgeber, das ist legal, dass die über diese Arbeitszeit hinweg gehen dürfen. Und das ist eigentlich, wie die Frau Susek das sagt, das ist ja das, was wir auf gar keinen Fall erreichen wollen. Ja, spannend. Jetzt hätte ich gerne noch gerade die Verena Dittel gerne gefragt, was man denn als Kommune für Anlaufstellen schaffen kann, um tatsächlich Angehörige zu entlasten. Weil letztendlich wollen wir jetzt hier, glaube ich, nicht Angehörige anklagen, die sich dieser Betreuungsform bedienen, sondern man muss ja einfach auch sehen, dass es eine Zwangsläufigkeit ist, die durch das System, in dem Pflegeversicherung passiert, auch bedingt wird, dass das die einzige Möglichkeit ist, ja, Betreuung auch in einem, mit einem finanziell überschaubaren Rahmen so auch zu sichern. Darf ich da ganz kurz einhaken? Erzähl. Weil ich, ja, also ich bin da ein bisschen etwas anderer Meinung. Ja, es ist oft eine Lösung, aber es ist in der Regel eine Lösung, die sich auch nur Menschen leisten können, die ein bestimmtes Einkommen haben. Also dass ein Haushalt mit einem geringen Einkommen wird sich solche Lösungen nie leisten können. Also insofern ist es auch wieder eine Form, in die sich privilegierte, also jetzt mal besser verdienende in der Regel flüchten. Und was vielen überhaupt nicht bewusst ist, ist, dass sie da in einer Arbeitgeberfunktion sind, faktisch, also rein rechtlich gesehen. Und dass das dann wiederum sie auch mit Verantwortlichkeiten konfrontiert, die sie gar nicht auch erbringen können. Und da hilft es auch nichts, wenn das über eine Leasingagentur in Rumänien oder sonst was läuft. Also das einfach nur ganz kurz nochmal von meiner Seite dazu. Dass da natürlich eine gewisse ökonomische Ausgangssituation dazugehört, das ist natürlich selbstverständlich. Und dass es da tatsächlich auch eine sehr große Undurchsichtigkeit über die vertraglichen Situationen gibt.
Ja, aber ich glaube, wir haben uns so darauf geeinigt, dass wir dieses Phänomen eigentlich als Ganzes bekämpfen wollen und es nicht legalisieren wollen, sondern vor allem Entlastungsmöglichkeiten, sowohl finanzieller als auch mit professioneller Pflege für pflegende Angehörige schaffen wollen, um sie überhaupt gar nicht in die Situation zu bringen, dass sie sich überlegen müssen, wie sie kostengünstig an Betreuung rankommen. Habt ihr denn Ideen, wie denn diese was ambulante Versorgung leisten können muss, um Angehörige auch wirklich zu entlasten? Ihr schaut beide so nachdenklich. Vielleicht das auch nochmal. Ich glaube, man muss differenzieren. Also ich würde schon auch sagen, wir müssen stärker differenzieren zwischen ambulanter Pflege und haushaltsnahen Dienstleistungen, die erbracht werden. Und da gibt es beispielsweise ja schon auch Modelle in Belgien, wo es Gutscheine gibt für haushaltsnahe Dienstleistungen, wo das staatlich subventioniert wird, sodass das dann auch in Form legaler Beschäftigungsverhältnisse erfolgt. Und das war jetzt erstmal nur kurz zu einer Klärung, dass ich denke, wir müssen da noch ein bisschen differenzieren und jetzt nicht nur von ambulanter Pflege und darunter auch das andere subsumieren. Was man ja grundsätzlich sagen muss, ist, wir haben im ambulanten Bereich ja schon einige Leistungen, die man in Anspruch nehmen könnte, wenn sie denn da wären. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur, man könnte einen ambulanten Pflegedienst kommen lassen, wenn es denn einen vor Ort überall geben würde. Man könnte vom ambulanten Pflegedienst auch Haushaltshilfen einkaufen, wenn der Pflegedienst das anbietet. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ganz viele Rückmeldungen an unserem Pflegeinfotelefon, dass viele ambulante Pflegedienste ihren Pflegebedürftigen diese Haushaltshilfen kündigen, weil sie dafür nicht mehr genügend Personal haben und lieber sagen, ja, ich lasse die pflegerischen Arbeiten erledigen und für die Haushaltshilfe ja, keine Ahnung, was du da machst. Da musst du dir vielleicht so ein hauswirtschaftliches Unterstützungsangebot suchen, die ja in allen Bundesländern aufgebaut werden sollen. In Bayern hat man da auch vor einigen Jahren angefangen. Und wir haben jetzt für ganz Bayern ungefähr 1.000 Betreuungs-, Unterstützungs- und Haushaltshilfeangebote. Wenn man das mal hochrechnet, wir haben in Bayern ungefähr 400.000 Pflegebedürftige. Da sieht man, da kommt man nicht recht weit. Das nächste zum Beispiel ist Kurzzeitpflege. Also ganz oft kriegen wir die Rückmeldung, ich muss selber ins Krankenhaus, ich bin total erschöpft, brauche vielleicht eine Kur. Vielleicht, ich würde auch gerne mal wieder Urlaub machen. Was mache ich denn mit meinem Angehörigen, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, die ich jetzt versorgen muss? Ich weiß nicht, wo ich die unterbringen soll. Da haben wir also viel zu wenig Möglichkeiten. Und das nächste Problem, das wir haben, ist auch die Pflegeberatung. Also gut, die Pflegekassen machen Pflegeberatung, sogar die private Pflegeversicherung macht Pflegeberatung. In der Theorie gibt es Pflegestützpunkte, die unabhängig und umfassend beraten sollen. In Bayern gibt es derzeit gerade mal 10 Stück für so ein Flächenland wie Bayern. Also da kann man sich natürlich vorstellen, da muss ich schon lange suchen, bis ich jemanden finde, der mir adäquat Hilfe geben kann. Und es ist außerdem auch wichtig, da sind wir, finde ich, auch viel zu weit weg. Also die Angehörigen, die müssen sich immer selber kümmern und müssen was suchen. Da wird nicht am Anfang gesagt, jetzt ist hier dieser Pflegebedürftige zu Hause. Was braucht der denn eigentlich? Da gibt es kein Case-Management, da gibt es kein Care-Management. Da wird nicht mal angerufen und gefragt, du Angehöriger, du gehst am Limit, welche Unterstützungsmöglichkeiten können wir dir angedeihen lassen? Sondern diese Leute müssen sich alles mühsam zusammen glauben, sage ich jetzt sogar mal, dann müssen sie vielleicht noch kämpfen mit der Pflegeversicherung, dass sie die Leistung, die ihnen eigentlich zustehen würde, dass sie die überhaupt bekommen. Also wir in unseren Geschäftsstellen, wir machen ja rechtliche Beratung und wir klagen ja auch vor den Sozialgerichten auf diese Leistungen. Und da muss man sagen, da nimmt der Bereich der Pflegeversicherung in den letzten Jahren also durchaus zu. Es ist jetzt nicht unser Spitzenreiter, aber er nimmt zu. Und gerade unter Corona-Zeiten, als die Pandemie war, da haben wir also wirklich sehr viele Nachfragen zu dem Thema gehabt.
Also die Leute, die zu Hause waren, die sind uns da wirklich die Türen eingerannt. Und da merkt man schon, also es fängt schon bei den kleinsten Dingen an, schon welche Leistungen stehen mir denn überhaupt zu? Und also da hätten wir noch wirklich wahnsinnig viel Nachholbedarf im ambulanten Bereich. Ja, super spannend. Also, dass man tatsächlich darüber, dass man aktiver Beratung sowohl anbietet, aber auch niederschwellig vielleicht auf die Menschen, die anspruchsberechtigt sind, zukommt, um mit ihnen die bestmögliche Versorgung auszuhandeln. Das wäre ja auch durchaus im Interesse der Krankenkasse bzw. der Pflegeversicherung, weil man letztendlich ja so auch erreichen könnte, dass die Menschen möglichst lange und möglichst sicher eine Versorgung auch zu Hause haben können. Du hast das Wort Case Management hier eingeworfen. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen oder vielleicht können wir das noch ein bisschen differenzieren, was denn da vielleicht für ein Potenzial da drin steckt, wenn wir das tatsächlich flächendeckend anwenden können. Ja, also es wird eigentlich jemanden brauchen, der zuständig ist für den einen konkreten Fall. Der sagt, da haben wir jetzt den pflegebedürftigen Karl Mayer, der ist jetzt zu Hause, der hat diese und jene Biografie und diese und jene Leistungen braucht er. Also momentan ist es ja ziemlich, ja, du kriegst jetzt Pflegegrad 2, so und so viel Euro Pflegegeld, aber was der jetzt darüber hinaus alles braucht, das fehlt eigentlich total. Dass der, was weiß ich, in der Woche zweimal jemanden braucht, der ihm den Abwasch erledigt und die Wäsche wäscht. Dass er zweimal in der Woche jemanden braucht, der mit ihm duscht oder ähnliches. Das wird bei uns überhaupt nicht abgefragt. Also wir überlassen die Leute da ganz alleine und hoffen, dass das zu Hause irgendwo klappt. Also da gibt es keine institutionalisierte Regelung. Wie wird die betreffende Person zu Hause bestmöglich versorgt in allen Bereichen? Also nicht nur im pflegerischen Bereich, sondern auch in dem, was alles rundherum ist. Und also es wird zum Beispiel nicht mal frühzeitig, also ich möchte jetzt mal gerne das Stichwort präventiver Hausbesuch nennen. Also es wird nicht frühzeitig geschaut, okay, der war jetzt in letzter Zeit öfter mal beim Arzt. Vielleicht schaue ich mir, also gibt es jemanden, eine Pflegekraft oder auch der Arzt oder die Vera, die das machte, die kommt jetzt mal zu Hause vorbei und ermittelt, was könnte denn in Zukunft kommen, wie lebt der denn, wie sind denn die ganzen Risiken? Also das fehlt bei uns völlig und da möchte ich gerne mal so auf den skandinavischen Bereich ein bisschen fokussieren. Also die haben diese Versorgung, die schalten die frühzeitiger ein in den skandinavischen Ländern. Da hat der Staat und die Kommunen eine frühere, also eine Zuständigkeit. Bei uns ist ja die Zuständigkeit in der Familie, also die Familie als der Pflegende und nur dann, wenn alle Stricke reißen und die Familie nicht mehr kann, dann kommt der Staat zum Einsatz und der Staat sagt, ja, unter Marktbedingungen. Das ist in den skandinavischen Ländern anders. Da fühlt sich der Staat dafür zuständig, für den einen von der Wiege bis zur Bahre, sage ich jetzt mal. Und man versucht, also als Kommune zu schauen, wie bekomme ich denn die einzelne Situation, Lebenssituation der Personen bestmöglich geregelt. Und da kommt dann halt einfach mal der präventive Hausbesuch und da schaut man, was braucht derjenige. Da gibt es dann auch keinen Pflegegrad nicht in diesem Sinne wie bei uns, sondern es wird für jeden Einzelnen ein komplettes System gestrickt, wie der am bestmöglichsten versorgt werden kann. Und das, finde ich, das geht uns ab. Und das war auch der Punkt, den ich in meinem Eingangsstatement schon angesprochen habe. Also wir dürfen nicht nur mehr Geld ins System pumpen. Also die Diskussion, die wir führen, die darf nicht sein, Pflegevollversicherung und Bürgerversicherung und jetzt legen wir nochmal mehr Geld drauf und das greift sich dann auch wieder irgendjemand ab in unserer systemischen Marktlogik, sondern wir müssen uns überlegen, müssen wir nicht die Organisation, so wie wir sie hier in Deutschland haben, müssen wir die nicht grundsätzlich mal ändern. Ja, sehr spannend. Du hast im Prinzip die Klassifizierung unseres deutschen Sozialversicherungssystems ist explizit familiaristisch. Das heißt, sie hat nicht nur im Bereich der Pflegeversicherung, sondern auch zum Beispiel im Bereich der Versorgung von Kindern einen starken Fokus darauf, sie innerfamiliär zunächst zu lösen. Wie sieht es denn eigentlich dann eurer Meinung nach aus? Würde die Pflegevollversicherung auch, sollte die auch die Konsequenz nach sich ziehen, dass Pflegegeld erhöht wird oder wäre das ein falscher Anreiz?
Gute Frage. Ja, ich habe jetzt so langsam trudeln dafür die Fragen über den Chat rein. Die Frage nach der Pflegevollversicherung, die würde ich, ob sie denn tatsächlich dem Fachkräftemangel entgegenwirkt, da haben wir uns, finde ich, jetzt schon so ein bisschen auf die Spur begeben nach dieser Frage, nämlich sowohl Case Management als auch die Beratung würden ja tatsächlich unter Umständen Möglichkeiten von Beschäftigungsmöglichkeiten für gelernte Pflegekräfte bieten. Was könnte denn ansonsten, was glaubt ihr denn ansonsten, was die direkte Auswirkung der Pflegevollversicherung auf auf den Fachkräftemangel sein kann? Kann es gelingen, dadurch den Pflegeberuf attraktiver zu machen? Na, also ich würde schon sagen, dass da besteht ein Kausalzusammenhang, ja, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, wenn wir jetzt die Pflegevollversicherung oder die solidarische Pflegegarantie haben, dann ist auch der Fachkräftemangel beendet. Das Problem ist, dass der Fachkräftemangel sich über Jahre aufgebaut hat und über Jahre nichts passiert ist. Und jetzt ist er so dramatisch, dass das wird auch wieder Jahre dauern, um diesen zu beenden. Aber es ist eben eine dringende Voraussetzung, dass die Personalausstattung, die Bezahlung, all die Komponenten, die auch den Pflegeberuf attraktiv machen, die dazu beitragen, dass die Kolleginnen und Kollegen den Beruf beispielsweise auch bis zur Rente und nicht nur in Teilzeit ausüben können. Weil viele der Kolleginnen und Kollegen gehen in Teilzeit nicht, weil sie weniger arbeiten wollen, sondern weil sie einfach mehr nicht schaffen und sonst im Grunde direkt ins Burnout oder in die Krankheit gehen würden. Das heißt, sie ist eine Voraussetzung, wenn sich die Bedingungen in der Pflege verbessern sollen. Und das könnte dann auch eine Verbesserung langfristig, sie ist die Grundvoraussetzung, wenn wir den Personalmangel und den Personalnotstand oder Pflegenotstand bekämpfen wollen. Ohne das wird es nicht gehen. Es wird aber nicht dazu führen, dass wir sofort sozusagen sich das alles ändern wird. Weil wir haben im Moment, sind die Arbeitsmärkte auch leergefegt und wir hören aber auch von den Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, dass die Menschen, die in die Pflegeberufe vermittelt werden, leider oft auch Menschen sind, die da gar nicht unbedingt hinwollen, sondern weil sie woanders nicht mehr untergekommen sind. Und das ist ein sehr, sehr dickes Brett, das wir da bohren müssen. Und das hat sehr, sehr viele Komponenten. Und da ist halt eine Grundvoraussetzung wäre eine auskömmliche Finanzierung der Pflegeversicherung. Das sehe ich ganz genauso. Ich würde an der Stelle dann auch wieder so den Schluss zu den skandinavischen Ländern ziehen. Also dieses Selbstverständnis der beruflichen Pflegekräfte ist in den skandinavischen Ländern auch nochmal was anderes. Also die sind sich auch nicht so als abgeleitete Liebesdiener, also Pflege als Liebesdienst wir kümmern uns drum. Also bei uns ist ja häufig so, dass Pflegekräfte auch deswegen nicht streiken, weil sie sagen, das kann ich beispielsweise den Pflegebedürftigen nicht antun, die ich versorge. Also diese Sorge, die haben die Leute in den skandinavischen Ländern nicht. Die sehen sich auch auf gleicher Augenhöhe mit Ärzten beispielsweise. Also bei uns ist es ja so, der Arzt schafft an und darum ist es auch so, am Wochenende werden viele Pflegebedürftige ins Krankenhaus eingewiesen, weil sich die Pflegekräfte unsicher sind, kann ich das machen? Das Selbstverständnis, das dürfen wir durchaus aufbauen. Da kann die Pflegevollversicherung natürlich, wie es die Barbara Susek gesagt hat, einen Teil dazu beitragen, weil insgesamt die Bedingungen besser werden, auch für die Akademisierung, auch wie verhandle ich meine Löhne beispielsweise, wie steige ich überhaupt, in welchen Löhnen steige ich ein. Jetzt in der Corona-Krise haben sehr viele geklatscht und spiegelt sich aber letztlich dann doch wieder nicht in den Bedingungen, in den Arbeitsbedingungen weiter. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Pflegekräfte weitaus selbstbewusster werden und auch sagen, ja, ich,
ich mache hier einen guten Job und ich lasse mich hier nicht dissen und ich haue jetzt auf den Tisch, sage ich mal. Also was ich ganz selten verstehen kann, wir haben ja einen Pflegekräftemangel und die Pflegekräfte können sich theoretisch die Jobs aussuchen, weil es so viele unbesetzte Stellen gibt. Und gleichzeitig arbeiten sie dann aber doch unter Bedingungen, unter denen viele andere nicht arbeiten möchten und arbeiten würden und insbesondere Männer nicht arbeiten würden. Das muss man einmal ganz klar sagen. Es sind ja doch immer hauptsächlich Frauen. Und von dem müssen wir ein bisschen wegkommen. Das würde ich mir wünschen. Ja, da arbeiten wir dran, auch wirklich dieses Selbstbewusstsein auch mehr herzustellen, dass sie sich wirklich für ihre Interessen auch eintreten. Aber es ist im Moment also schon auch ein sehr, sehr dickes Brett, zumal man einfach auch sagen muss, es ist ja erklärtes Geschäftsmodell vieler privater Anbieter mit ausbeuterischen Methoden und schlechten Arbeitsbedingungen versuchen, den Pflegenotstand zu bekämpfen, um es mal vorsichtig zu sagen, und sich tariflichen Tarifverträgen absolut verweigern. Und auch, wir haben das jetzt im Moment, ich war letzte Woche in der Kommission, die diesen Roadmap-Prozess, also zur Einführung einer Personalbemessung erarbeitet, wo dann der Vertreter des BPA, also des Verbands der privaten Anbieter, dann doch auch meinte, naja, aber die Personalbemessung müsse sich ja am Arbeitsmarkt und was der Arbeitsmarkt hergibt, ausrichten. Wir können hier nicht eine gute Pflege für wenige, das kann ja nicht das Ziel sein. Und wenn wir sehen jetzt, wenn wir allein der Pflegemindestlohn in weiten Teilen Ostdeutschlands, wird es zu einer signifikanten Verbesserung der Bezahlung führen. Und das ist sehr, sehr traurig, weil wir sprechen hier nicht von Löhnen um die 20 Euro. Also es ist kein Automatismus, dass mit der Einführung der Pflegevollversicherung morgen der Pflegenotstand sich in Wohlgefallen auflöst, sondern wenn ich jetzt das raushöre, ist das eher die Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu bekommen, um auch nachhaltig was an Arbeitsbedingungen, an Bezahlung verändern zu können und auch natürlich an der Wertigkeit dessen, was Pflege tatsächlich bedeutet. Ich habe jetzt im Chat so ein bisschen gelesen, dass doch noch der Bedarf da ist, sich nochmal auch mit der Situation von pflegenden Angehörigen nochmal auseinanderzusetzen. Ich hatte Woche auch eben nochmal die Frage gestellt, was denn die Konsequenz aus finanzieller Sicht für pflegende Angehörige sein könnte. Haltet ihr das für den richtigen Weg, denen dann auch mehr Geld zu geben? Oder ist der Weg eher derjenige zu sagen, Recht auf professionelle Pflege und hauswirtschaftliche Unterstützung aus professioneller Hand? Naja, also grundsätzlich muss man ja mal sagen, dass die Pflegeleistungen schon geraume Zeit nicht dynamisiert worden sind. Also bis 2008 hatten wir gar keine Dynamisierung, dann mal so kleinere Schritte. 2017 ist dann das Ganze ein bisschen auf neue Füße gestellt worden mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Von daher wird man sicherlich unabhängig davon darüber reden müssen, wie können wir diese Pflegeleistungen weiter erhöhen. Also zu sagen, jetzt haben wir Pflegevollversicherung und das Pflegegeld wird nicht erhöht und bleibt auf dem Status 2017 eingefroren, das wird sicherlich nicht zielführend sein. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss die pflegebedürftigen Angehörigen schon honorieren. Eine Forderung, die wir zum Beispiel da lange haben, ist also, dass die Kindererziehung in der Rentenversicherung gewürdigt wird mit einem Entgeltpunkt. Aber die Pflege in der Rentenversicherung differenziert danach gewürdigt wird, wer hat gepflegt und wie hat er gepflegt. Also hat er nur ambulante Leistung, hat er Sachleistung, hat er nur Pflegegeld und so weiter. Und man kriegt nicht einmal, also wenn man in der fünften, im Pflegegrad 5 zu Hause pflegt, ausschließlich pflegt, dann kriegt man nicht einmal einen Entgeltpunkt in der Rentenversicherung. Also von daher, da müssen wir schon zu einer Änderung kommen und sagen, ein Jahr Pflege ist ein Entgeltpunkt in der Rentenversicherung. Also das müssten wir schon absichern und das muss dann eine Pflegevollversicherung auch mitfinanzieren. Beispielsweise. Da bin ich aber dann wieder beim Punkt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das dann über
ja, über eine Bürgerversicherung zu finanzieren oder ob es nicht dann in diesen Punkten besser wäre, als sozusagen versicherungsfremde Leistungen, das dann über Steuerzuschüsse zu finanzieren. Also da habe ich schon den Staat auch ein bisschen in der Verpflichtung bei der ganzen Diskussion. Momentan haben wir ja also sozusagen überhaupt keine Steuerzuschüsse in die Pflegeversicherung. Jetzt vor kurzem ist mal im Rahmen des Corona-Pakts 1 sind 1,8 Milliarden Euro überwiesen worden, damit der Pflegeversicherungsbeitrag nicht erhöht werden muss, jetzt für 2020. Also da werden wir schon nochmal ergiebig drüber diskutieren müssen, ob der Staat da weiterhin sagen kann, wir beteiligen uns da nicht. Also von daher wird man auch sicherlich schauen müssen, wie können wir da auch für pflegende Angehörige noch Verbesserungen mitbewirken. Und ich glaube, in Ergänzung dazu muss man auch sagen, natürlich geht es auch um andere Leistungen, die die häusliche Pflege auch besser möglich machen, gerade für berufstätige Menschen. Da muss einfach auch klar sein, dass es leichter sein muss, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten hatten wir das Thema nochmal sehr stark, dass eben jemand, der jemand Pflegebedürftigen zu Hause hat, da müssen andere Regelungen eben auch verbessert werden, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu ermöglichen. Und das ist jetzt, da würde ich dann auch nicht sagen, dass das jetzt aus der Pflegeversicherung finanziert werden muss, sondern das ist staatliche Aufgabe. Ja, das ist, macht ja auch ein paar echt spannende Punkte auf, aber ich sehe schon auch, dass aus euren Beiträgen jetzt gerade, dass man ja eher davon wegkommen will, die Angehörigen als erste Instanz zur Verpflichtung zu haben, sondern das stärker als Aufgabe des Staates sieht, das zum Beispiel über die Anbindung an Hausärzte oder meinetwegen auch städtische Versorgungsstützpunkte auch aufgesucht, man wird zu Hause aufgesucht, wenn man zum Beispiel 5-mal in einem Quartal zum Arzt gegangen ist und bekommt dort Beratung und Unterstützung. Und da sehe ich auch einen stärkeren Fokus auf Prävention, den ich daraus gehört habe bei euch. Aber ich glaube auch, dass so natürlich, wenn man sich dann dafür entscheidet, dass auch mit Angehörigen zu organisieren, dass man dann halt darüber reden muss, wie können wir für die möglichst sicher auch niederschwellig Unterstützungen anbieten. Es wurde hier auch im Chat nochmal angesprochen, die Möglichkeit der Nachtpflege. Aus München heraus weiß ich, dass es sowas hier bislang überhaupt nicht gibt. Es gibt dieses Angebot momentan nicht. Es gäbe die Möglichkeit, dass es auch finanziell unterstützt wird. Was könnte man denn, wessen Aufgabe wäre das denn, sowas anzubieten, die, ob das jetzt Tagespflegeeinrichtungen sind oder Nachtpflege? Und wie können wir das schaffen, dass möglichst die Angehörigen auch einfachen Zugang zu diesen Leistungen bekommen können? Also ich würde da schon auch auf das nochmal, das ist jetzt schade, dass die Verena Dietl nicht mehr dabei ist. Weil ich sehe da schon sehr stark die Notwendigkeit, einfach auch die Kommune in eine stärkere Verantwortung zu bringen, dass sie eben sehr viel mehr, weil das, da geht es ja wirklich auch um Bedarfe und Bedürfnisse vor Ort. Und da ist die Kommune, also ich fände das sehr schön, wenn die Kommune da eine verantwortungsvollere Steuerungswirkung wieder hätte, weil da wäre das in den richtigen Händen. Da wäre es auch nicht interessensgeleitet hin zu mehr Ökonomisierung, sondern das wäre wirklich, wo sind die Bedarfe und wie können wir sie lösen und welches Modell passt auch für eine Kommune am besten. Da ist eine ländliche Kommune sicherlich, hat andere Bedarfe und andere Infrastrukturherausforderungen, als das in der Großstadt beispielsweise der Fall ist. Das ist ja auch so, dass im 7. Altersbericht ausdrücklich drinsteht, also der 7. Altersbericht hat sich genau mit dem Thema beschäftigt und er sagt, die Kommunen müssen auch mehr Verantwortung wieder übernehmen in diesem Bereich. Und da gibt da auch einige Vorgaben und ich habe da teilweise den Eindruck, dass die es eigentlich angeht, denen eigentlich nicht lesen.
Also es gibt dann immer so Einzelprojekte und so Vorreiterkommunen, die sich da Gedanken machen, weil sie vielleicht mal eine Bedarfsanalyse gemacht haben. Wie viele ältere Bewohner leben denn in unserer Kommune und werden wir die alle noch gut versorgen können bis zum Ende? Aber das ist dann teilweise irgendwie auch kommunalpolitisch zufällig, ob sich da einer damit beschäftigt oder nicht. Also da wird es auch Koordinatoren brauchen, die dann von der Stadt abgestellt werden und die sagen, ja, das ist jetzt die Aufgabe von mich darum zu kümmern, dass wir hier Kurzzeitpflege, Tagespflege, Nachtpflegeplätze und Ähnliches haben. Der andere Punkt ist natürlich auch, das ist wie im Bereich der Kurzzeitpflege oder der Tagespflege, dass das natürlich entsprechend auch vergütet werden muss. Also wir haben in Bayern auch deswegen so wenige Kurzzeitpflegeplätze, weil sich das für die Betreiber finanziell nicht lohnt, die unter den momentanen Rahmenbedingungen anzubieten, weil sie einen häufigen Wechsel haben, der mit viel Bürokratie verbunden ist. Und wenn das Bett mal ein paar Tage leer steht, dann müssen sie das quasi selber auffangen. Und Tagespflege beispielsweise, die ist ja oft so gestrickt, also ich selber, fällt mir jetzt gerade ein, ich kenne überhaupt keine Nachtpflegeeinrichtung. Und Tagespflegeeinrichtungen, die sind dann immer so von 9 bis 4, aber auch nicht angepasst an die Bedürfnisse. Ich habe vor kurzem mal in der Nähe von Regensburg neben einem großen Industriebetrieb so ein Modellprojekt gesehen, wo einer gesagt hat, ich passe mich an die Schichtarbeiten, also an die Schichtzeiten der Arbeiter an. Da können die Angehörigen ihren pflegebedürftigen Stand schon in der Früh um 5 Uhr bringen und um 1 abholen und für die Nachtschicht gibt es dann auch noch ein Angebot. Und der hat erzählt, also dieser Anbieter dieser Tagespflegeeinrichtung, dass alle seine Kollegen gesagt haben, ja spinnst du, das kannst du wirtschaftlich überhaupt nicht betreiben, mach das nicht, das ist unvernünftig. Also er macht es trotzdem und scheinbar rechnet sich es auch, aber da wird man auch vielleicht ein bisschen mehr Erfindergeist dann in den Anbieterstrukturen brauchen, die sagen, was brauchen denn die Leute eigentlich und nicht dieses, so machen wir es, wie wir es schon immer gemacht haben. Ja, das ist sehr spannend, weil ausgerechnet jetzt die Frau Annette Arandt sich hier gemeldet hat und hier eine sehr spannende Perspektive aufgemacht hat. Jetzt haben wir leider das zeitliche Problem, dass wir auf der einen Seite jetzt gleich zum Abschluss kommen wollen würden. Aber vielleicht, Frau Arandt, nachdem sie sich jetzt, nachdem ich das einen sehr wichtigen Beitrag, von sehr wichtigen Beitrag halte, wollen Sie vielleicht noch kurz in einem Satz darstellen, was Sie da für ein Projekt haben oder was das für eine Initiative ist? Ja. Wohlbedacht ist ein Verein in München, ein Projekteverein. Und wir haben seit 2014 eine Nachtbetreuung und waren dabei, die umzuwandeln in eine Nachtpflege. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Pflegeanteile in der Nacht, in 16 Stunden Nacht, natürlich niemals ausreichen, um mit der Pflege die Nacht zu finanzieren, sondern es ist immer Betreuung drin. Und das ist das Problem, was die Nachtpflege so schwer finanzierbar macht. Der Entlastungsaspekt ist enorm. Und wir haben im Moment das Problem, dass die Heimaufsicht in München eben das sehr kritisch betrachtet, wenn Tagespflege und Nachtpflege verschränkt gebucht werden, weil die sagen, das ist dann ja eine Kurzzeitpflege und dann müsst ihr sozusagen alle stationären Auflagen erfüllen. Da ist einfach auch so ein, wie soll ich sagen, ein Spielraum nötig, ja, vom Ordnungsrecht her, dass es solche Angebote überhaupt geben kann. Und wer da sich genauer interessiert, kann gerne auf uns zukommen. Ja, sehr spannend. Danke für diese Perspektive. Ich denke, dass wir da noch in Zukunft noch viel mehr damit konfrontiert sein werden, Konzepte auch mit, dass sie auch von einer Pflegeversicherung übernommen werden, die vor allem darauf abzielen, Entlastung herzustellen für die betroffenen Pflegebedürftigen, aber auch für die Angehörigen. Und dass es am Ende darum geht, dass man in Würde alt werden kann, dass Pflegebedürftigkeit nicht bedeutet, arm sein zu müssen und dass es
dass der Pflegeberuf an sich ein so wunderbarer und komplexer und anspruchsvoller ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich darüber auch weiterzuentwickeln, wenn wir Pflege als was Professionelles und als gesellschaftlichen Auftrag begreifen. Das wäre dann sowohl jetzt auch schon das Schlusswort relativ abrupt meinerseits. Vielleicht möchtet ihr euch noch kurz jeweils mit einem Satz verabschieden, liebe Claudia, liebe Barbara, bevor wir dann an die Moderation zurückgeben? Also ich würde mich einfach, herzlichen Dank an euch alle und fürs Dabeisein und auch fürs Organisieren und für die schöne Debatte. Also ich würde mich damit verabschieden wollen, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das werden wir auch nur gemeinsam schaffen, da Veränderungen herbeizuführen, sprich Bewohnerinnen und Bewohner, pflegebedürftige Angehörige, wir Gewerkschaften, Sozialverbände, aber vor allen Dingen auch, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen und aus meiner Sicht muss die Pflege eigentlich einer der, wie wollen wir in Zukunft gepflegt werden, einer der zentralen Punkte für die Agenda sein. Und da würde ich jetzt mit unserem aktuellen Slogan uns verabschieden wollen, lassen Sie uns gemeinsame Sache machen für eine gute Altenpflege. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Ja, also ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also es ist alles gesagt worden, was ich auch so sagen würde. Also das Pflege wird ein Megathema sein oder ist ein Megathema. Und wir müssen diesem Bereich auch die Anerkennung zukommen lassen, die er verdient.